Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Ich habe herausgefunden, wie man Hardened Bricks bekommt. Und zwar braucht man dieses Stone Consolidant und Bricks. Und für Stone Consolidant brauchen wir dieses Ichor, was auch immer das ist, und Twine. Und also Zwirn. Und dafür brauchen wir jetzt noch Pflanzenfasern. Und ja, ich würde sagen, ein paar Äste und Pflanzenfasern holen wir uns, damit wir endlich mal vorankommen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo Pflanzenfasern? 100 Stück haben wir. Okay, sehr schön. So, Zwirn. 33 herstellen. Gut. Wird jetzt hergestellt. Und wir holen hier oben ein paar Äste, damit wir diese Akolyt-Dinger herstellen können. Damit wir diese Manifestation auf Dingsbums bekommen. So viel brauchen wir ja auch eigentlich gar nicht mehr. Aber wir holen trotzdem noch ein paar Äste. Hier oben gibt es ja Unmengen an Ästen. So, so, so. Und unser Metall brät durch. Shaped Wood haben wir schon genug. Dann fehlt nur noch diese Manifestationsdinger. Steel Reinforcements. Aber die, wie gesagt, da brauchen wir Eisen und Stahl. Also aus den Eisen wird ja dann Stahl und daraus können wir dann diese Steel Reinforcements machen, also verstärkter Stahl. Oder Stahlverstärkung, keine Ahnung. Und ja, dann kommen wir der ganzen Sache schon mal ein bisschen näher hier. So, wir haben 66 und wir brauchen 75, also stellen wir einfach nochmal 11 Stück her. Sehr schön. Das läuft. Und was haben wir denn? Ja, Shape Wood haben wir genug. Dann fehlen uns 400 Hardened Bricks und 50 Steel Reinforcements. Das seht ihr. Ich habe die Kamera vergessen, an eine andere Position zu setzen. Ja, jetzt seht ihr mein Leben nicht, meine Ausdauer, mein Wasser und mein Dingens. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wird bei der nächsten Folge dann wieder normal sein. Entschuldigung. Entschuldigung dafür. So, wie viel? 62 haben wir hiervon schon und. Achso, wir wollten noch Zwirn holen. Ja, gut. Weil er nicht nachdenkt und ein Gedächtnis wie ein Fisch hat. So. Pflanzenfasern, Pflanzenfasern, dann kriegen wir da hinten irgendwo raus. Hier kriegen wir so komische Blätter. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man schneller Pflanzenfasern bekommt, einfach mal in die Kommentare schreiben, bitte. Weil per Hand die Dinger die einsammeln, das geht mir schon ein bisschen auf den Keks. Weil das extrem lange dauert, da mal eine vernünftige Menge herauszukriegen. Und ich penetriere meine E-Taste bis zum geht nicht mehr. Die liegt wahrscheinlich morgen dann im Krankenhaus. Dann kann ich keinen Arc mehr aufnehmen. Weil ich da auch meine E-Taste immer penetriere. So. Alles schön einsammeln. So. Können wir da schon nochmal so ein bisschen Zwirn herstellen? 50. Sehr schön. Und weiter geht's. Kriege ich hier noch, überhaupt noch irgendwas raus? Nein, das sieht nicht so aus. So. Mann, das dauert mir eindeutig zu lange alles. Und es wird Nacht. Wie gesagt, tut mir leid, dass das Spiel so dermaßen schlecht im Moment läuft. Das geht mir auch selber ganz schön auf den Zeiger. Was ist das denn? Rawhide Bedroll. Okay. Können nochmal 30 herstellen. Ich weiß nicht, wie viel Zwirn man oder wie viel von diesen Stone Konsolidant braucht, um 400 Hardened Brick herzustellen. Wenn wir davon 400 bräuchten, das wäre schon übel, finde ich. Aber ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. So, pack mir hier nochmal. Wow, wo ist.
Ich habe da gar kein Zwirn reingepackt, okay. So. Haben wir noch irgendwo Bricks rumfliegen? Hier vielleicht? Shape Wood und Leder? Nein. Haben wir hier noch Bricks? Jo, ich habe meine Fackel gerade nicht dabei. Es ist extrem dunkel, Entschuldigung. Nein, Bricks haben wir hier auch keine mehr. So, die können wir alle wieder wegschmeißen. So, so. Nehmen wir alle mit. Jetzt fehlt uns Steel Reinforcement und Harden Bricks nur noch. Gut. So. So, machen wir das mal. Und so. Den können wir da oben hinsetzen. Das ganze Shape Wood machen wir natürlich auch schön. Die Iron Reinforcements können wir mal mitnehmen. Ja, machen wir mal so, warte. So. So, so, so. Ein bisschen sortieren, dass es ordentlich aussieht. So. Und dann können wir nämlich das alles wegschmeißen. Brauchen wir alles nicht. Wobei, einen können wir behalten. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Haben wir eine Fackel? Natürlich nicht. Okay, Fackel craften mit Ast und Pflanzenfasern. Scheiße. Ich sehe hier ein bisschen unsere Base. Simple Door. Okay, hier kommen wir rein. Irgendwie, glaube ich. So. Okay. Wir sehen wieder was. Müssen halt mal warten, dass der Tag fällt. Hier haben wir noch Bricks, alles klar. Und Eisen. Gut. Die Iron Reinforcements hier, die wir haben, könnte man theoretisch umcraften in Stahl. Machen wir zwar, glaube ich, gut Verlust. Ja, da machen wir mit Sicherheit richtig gut Verlust. Deswegen, nee, komm, lassen wir die. Können wir ja irgendwann wahrscheinlich für irgendwas nochmal gebrauchen. Und ja, wir haben das Problem, dass wir nichts sehen, wenn wir jetzt rausgehen. Oder? Wie sieht's hier aus? Hier an die Öfen können wir auf jeden Fall mal dran. So. Hier haben wir noch Steelfire. Da können wir noch mehr Dingens herstellen. Sehr schön. Das können wir noch reinpacken. 94. Alter, das reicht nicht, glaube ich. Warte mal, Alter, geh weg. Ich weiß nicht, ob wir 500 oder 50 brauchen. Das wird irgendwie schlecht angezeigt. Es werden hergestellt noch 9. Wir haben 19. Okay. Wie viel brauchen wir denn dafür? 2 Stück, ne? Ja, 2. Gut. Ja, wir gucken mal, dass wir... Ja, scheiße. Ohne Fackel, das ist jetzt blöd. Haben wir irgendwo die Fackel hingeschmissen, wo ich sie jetzt vielleicht nicht finde? Nein, hier ist auch keine Fackel. Haben wir hier eine Fackel drin? Nein, auch nicht. Können hier auf jeden Fall schon mal 25 von herstellen. Dann fehlt es an Zwirn. Gut. Aber erstmal wird das hier weiter durchbrutzeln. Haben wir hier eine Fackel drin? Scheiße, wo ist denn unsere Fackel hin? Wir hatten doch mal eine. Bin ich denn bescheuert? Ja, bin ich, aber... Trotzdem. Haben wir hier drüben. Hier kommen wir ja nicht durch. Wartet. Müssen jetzt mal blind irgendwie unsere ganzen Boxen finden. Nein. Knochen. Seeds. Da kann ich nochmal ein paar Seeds reinmachen. Sagen wir hier bitte eine Fackel. Na, wo ist denn unsere Fackel hin? Wir hatten doch mal eine. Toll, jetzt gammeln wir hier die ganze Zeit in der Base rum und warten darauf, dass irgendwas passiert. Hier haben wir noch Bricks, die können wir hier noch mit reinmachen. Den Stahl können wir hier noch mit reinmachen. Also, das Metall können wir hier noch mit reinmachen, da können wir schon 108 machen. Gut, werden hier denn Bricks hergestellt? Nein, natürlich nicht.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Ah, jetzt wird es wieder hell. Sehr schön. Dann können wir mal kurz losgehen und Steine holen. Ich weiß, ihr seht gerade in der Aufnahme sehr, sehr wenig. Es wird aber langsam wieder hell, glaube ich. Außerdem holen wir nur schnell ein paar Steine, um unseren Ofen wieder anzumachen, vernünftig. So. So, tausend aber Steine, das heißt 100 Bricks dürften wieder rauskommen. Gut. Gehen wir wieder zurück. Und hier hin. Packen hier komplett alles rein. Da werden schon ein paar gemacht. Okay, das Ding ist jetzt voll, scheiße. Toll. Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit mit Stein rum. Gut. Wir können aber eigentlich auch mal 100 Kohle hier rausnehmen und dafür nochmal Stein da reinmachen. Noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr, sehr schön. Hier können wir dafür nochmal mit Kohle auffüllen. Und ja, es werden 118 Stahlbarren dann hergestellt, sehr schön. Und wir brauchen mehr Zwirn. Viel mehr Zwirn. Also, warte mal, gibt es? Das ist ein Repair-Hammer, Stone Sets Club. Warte mal, ich guck mal hier. Vielleicht gibt es ja wirklich eine. Irgendwie eine Waffe, wo dann steht, ja, kann zum Zwirnen. Stone Bladed Knife. 164 Punkte. Ich probiere es einfach mal. Ast und Zwirn. Oh. Weil mit dem Schwert in die Büsche reinknüppeln, das bringt gar nichts. Leider. Wir brauchen Ast und Zwirn. Also erstmal Zwirn. 10 Stück, dann brauchen wir 30, ja, Hammer. Zwirn, 10 Stück herstellen. Ne? War doch. 10 Zwirn, 20 Stein und ein Ast. Ein Ast werde ich doch wohl hier auch irgendwo mal finden. Irgendwo. Nachdem ich den hier umgebracht habe. Ab. One Hit. Woo! Geil. Die ganzen Sklaven hier, Alter, was geht ab? Hey, das geht ab. Nein, wie gesagt, ich singe nicht. Ich will keine Anzeigen wegen Körperverletzung bekommen. So, wir probieren es einfach mal jetzt hier mit diesem Schwert. Vielleicht geht das ja schon. Wäre natürlich ziemlich cool. Okay. Gehen wir nochmal hier rüber. Weil wenn ja, das wäre schon. Ne, bringt nichts. Schade. Jetzt haben wir so einen blöden Dolch gemacht. Naja, gut. Wir sammeln weiter erstmal Pflanzenfasern bis zum geht nicht mehr. Bis meine E-Taste sagt, nee, heute nicht mehr. Irgendwie wird das auch nicht mehr vernünftig abgebaut. Schade. So, hier noch schön durch. Hier noch. Überleg mal, ich würde jetzt immer nur ein Fiber, ein oder zwei Fiber pro Sammeln bekommen. Das wäre abnormal. Da hätte ich also gar keinen Bock drauf. Wahrscheinlich hört ihr auch die ganze Zeit, wie ich die E-Taste spamme, wie ein Bekloppter. Was greift mich an? Was denkt, es könnte mich angreifen? Oh Scheiße, ich hab das Schwert gar nicht draußen. Muss ich den wohl mal mit dem Ding verprügeln? Mit der Axt? Geht ja auch. So. Haben wir gleich noch ein bisschen Fleisch, was wir gleich mal dingsen können, braten können. Weil exotisches Fleisch, ja gut, kann man sich mal gönnen, ne? So. Ja, Pflanzenfasern, wir haben 246.
Können wir schon mal 82 Zwirn nochmal herstellen. Sehr schön. Jo, das ist, wird eine relativ langweilige Folge für euch. Wenn ich hier die ganze Zeit in den Gebüschen rumrenne, wie ein Bekloppter. So. Aber jetzt seht ihr mal, was gecraftet wird, während ihr in den letzten Folgen halt das nie gesehen habt, weil da die Kamera im Weg war. Also jetzt, was dafür gebraucht wird. Wobei ich nicht weiß, ob ihr das so interessant findet. So, können wir nochmal Zwirn hier oben reinpacken. Oh, komm. Wo ist es? 82 Zwirn haben wir. Hey, warum können wir keinen Zwirn? Egal. Können wir noch ein paar mehr von diesen Stone-Dingern herstellen? 17 Stück und dann fehlt es wieder ein Zwirn. Toll. Warum können wir nicht? Okay. 16 Stück. Nochmal. So. Und das Fleisch packen wir hier mit rein. Ja, wir haben eine Menge Holz hier drin. Holz vor der Hütte. So, einschalten. Und dann warten wir einen Moment. Wie viel Steel Fire haben wir hier? 100. Ja, die 100 nehmen wir schon mal mit. Na, geht mir aus dem Weg. So, die 100 packen wir jetzt hier mit rein. So, es werden noch, ja, 41 haben wir schon. Dann fehlt es wahrscheinlich wieder am Stahl, oder? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Wie viel Stahl braucht man denn? 5 Stück für einen? Seid ihr denn bescheuert? Alter Schwede. Können wir direkt wieder Stahlfarben gehen gleich? Oh mein Gott. Also Metallfarben. Ach Leute. Entschuldigt mich. So, hier. 100, 200. Werden noch ein paar gemacht, aber wir brauchen noch mehr. Also, es wird komplett diese Folge wahrscheinlich nur gefarmt und gefarmt und gefarmt, bis zum geht nicht mehr. Aber nun ja, so ist das manchmal. So, das packen wir mal weg. Das packen wir weg. Warte, ich packe einfach mal eigentlich alles weg. Ja, ich weiß, das wollten wir eigentlich behalten. So. Den Dolch können wir auf jeden Fall wegpacken. Den brauchen wir halt ganz bestimmt nicht. Und dann geben wir jetzt nochmal Metallfarben zum Abschluss der Folge. Und ja. Ups. Da habe ich mein Handy gerade angekippt. Dann ist es so richtig schön auf meinen Couchmaster 6 Trillionen drauf geklatscht. Wenn ich weiß, was ein Couchmaster ist, einfach bei Amazon mal gucken. Ist ein geiles Ding. Du kannst mit Maus und Tastatur auf der Couch zocken. So. Und auch das nehmen wir mit. Und wir behalten diesmal den Stein. Weil brauchen wir ja sowieso. So. Gut. Metall kann man eigentlich wirklich nie genug haben. Deswegen, auch wenn wir jetzt genug Steel Reinforcements dann hätten, sollten wir noch ein bisschen was auf Lager haben immer. So. Und dann holen wir hier nochmal ein bisschen was. Jetzt sind wir überladen. Dann Haut können wir auf jeden Fall mal behalten. Das schmeißen wir weg und die schmeißen wir weg. Wir sind immer noch überladen. Scheiße. Haut weg. So. Und dann gehen wir kurz zurück. Hier stand eigentlich mal eine Base irgendwo. Die sah auch ziemlich geil aus eigentlich. Aber die ist anscheinend, wurden die abgerissen oder ist weg oder wie auch immer. Gedespawnt. Gut, aber wir wissen auf jeden Fall, was wir jetzt so in den nächsten paar Folgen tun werden. Und zwar die ganze Zeit auf die Erweiterung von dem Ding hier sparen. Oder hinarbeiten. Durchgängig. Mal unsere Sklaven eskalieren vollkommen. Läuft bei denen. So, das, das und das. Geht nicht? Doch, geht. Hier können wir auch noch reinpacken. Na, so, so, so. Und ein bisschen hiervon. Und dann nehmen wir die 89 schon mal mit.
Jetzt wird erstmal wieder Dingens hergestellt. Toll. Toll gemacht. So, dann starten wir wieder Steel Reinforcements. 29 haben wir. Ich weiß nicht, ob wir 50 brauchen oder... Wir machen einfach so viele wie geht. Erstmal. Wie sieht's hier aus? Steelfire wird produziert bis zum geht nicht mehr. Gut. Dann können wir hiervon nochmal 3 herstellen. Werden 45 schon hergestellt davon. Gut. Aber erstmal wird eh das Steel... Obwohl, brauchen wir so viel Steelfire? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Hier hinten... Okay, weg. Hier hinten rein. Hier steht 50, aber es ist abgeschnitten. Es können auch 500 sein, weil das andere ist ja auch alles so extrem hoch, ne? 400, 240. Ich weiß es nicht. Naja, wir werden es erleben. Und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo oder einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.